Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft WG. Ich werde die Weltherrschaft an mich reißen und die anderen wissen nichts. Mit der Julia. Danke fürs Verraten. Mit der Ria. Hoho. Unseren schmerzhaften Fünferfreund. Hi. Und den Stinker. Hallo. Wer schnauft denn hier eigentlich so gruselig? Ich habe noch nie so einen schlechten Witz über meinen Namen gehört. Schlechte Witze mit okay, für alle sein erstes Mal. Jetzt kommt's erst. Der hat ein bisschen gebraucht bei mir. Ich hätte nichts gesagt, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Der schmerzhafte Fünfer? Ja. Ja. Ich denke mir so, warum schmerzhaft? Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Was? Ich dachte, das mit dem Fünfer hättest du nicht verstanden. Nee, das mit dem Fünfer habe ich verstanden, weil du. Fünfte Aufnahme. Nee. Hä? Nee. Oh, nein, V ist römisch 5. Oh. Ein bisschen. Wer war das jetzt? Was? Julia. Julia hat's nicht verstanden. Okay, Julia war's. Harry hätte ich den Witz. Achso, okay. What? Das war Facepalm, dieses von der ganzen Menschengruppe. Ja, ich kenne die ganzen Memes. Hey. Bisschen was. Nicht viel. Warum ist hier Cobblestone? Am geilsten war ja die eine, oh Gott, das war mir so scheiß peinlich. Ich habe das Soundboard komplett neu gehabt. Das war irgendwie so Tag 2 oder so, wo ich das Soundboard hatte, oder Tag 1. Hast du auf Brot auf einmal angefangen? Ich wusste die Keybindings nicht mehr auswendig. Also wollte ich schnell, weil ich eh nebenbei was gesucht habe, wollte ich ganz kurz ins Soundboard gehen und wollte das Keybind ändern. Und hab dabei versehentlich die falsche Datei angeklickt und dachte mir dann so, schnell rausklicken. Was passiert, wenn du linke Maustaste machst? Er nimmt statt rausklicken natürlich die linke Maustaste als das Binding für diesen Alert. Problem war, ich und mein Holz hinterlegt. Und in der WG-Folge. Und da ging es so, ich hab mein Holz. Wieder das ist scheiße. Ja, und das ist die Geschichte, wieso die ganze Minecraft-WG wegen mir einmal einen Part schneiden musste. Ich habe nichts geschnitten, aber ich habe auch keine Monetarisierung. Wann gibt's denn hier Magma-Slime auf der Oberfläche? Ach du Scheiße. Ach, ich habe hier Salzblöcke gefunden. Braucht jemand ein bisschen Salz? Komm mal, ein bisschen Salz braucht man doch immer. Das hat doch Hose immer das Vorrecht drauf. Der ist zwar nicht da, aber... Nehme ich jetzt mal mit. Salz ist immer gut. Ein bisschen Salz. Salz braucht man immer. Gerade unter Minecraft, unter YouTubern und Streamern braucht man das schon. Ich habe gehört Salz. Also ich habe gehört, einfach alles immer mitnehmen. Ja, ich hole gerade Sand, damit du Glasscheiben bekommst. Mein Salz. Das ist sehr, sehr gut. Siehst du mal, ne? Ich mache auch was. Oh, so produktiv. Ja, mit der Wüste, also von daher. Und Kratereinschlag. Kratereinschlag ist gut, aber du kannst dich runter... Mach doch mal eine Notiz, wo der ist. Den brauchen wir dann später mal. Ach so, für das ME-System oder was? Ja. Was meinst du, wo die Pressen herkommen? Die sind dann in der Mitte, in der Kiste. Kann ich ja eben holen. Ja, und dann... Du weißt schon, dass dieses Zeug so hart wie Obsidian ist oder so. Was machst du gerade? Ich versuche mein Zeug wieder zu holen. Ja, das ist dieser Skystone, der ist ziemlich hart. Dann töte ich hier einfach ein paar Tiere. Ja, dann mache ich mir hier einen Make-Marker hin. Mhm. Wegpunkt. New. Arthur. Hey. Kuhschubser! Irgendwelche komischen Errungenschaften ploppen auf. Das ist strange. Life is strange. Wahnsinn, ich töte hier Magma-Schleime. Hat denn das Spiel gespielt von euch? Ja. Yep. Life is strange. Da haben wir uns am ersten Abend, wo du da warst, unterhalten gehabt. So, wo ich am Abend gefragt wurde, hey, willst du Projekt mitmachen? So richtig spontan. Was dann doch nicht spontan war. Ja, was habe ich nochmal gezockt? Irgendwas war ich am Zocken und Brother schreibt mich in Skyline. Yo, Payne, bist du spontan? Und er hat ja gesagt, das war das Schlimme und war es nicht. Spontan habe ich mein Spiel abgebrochen, bin extra zu euch gekommen, ja. Er kümmert sich eigentlich um Bienen dieses Mal? Nein.
Was habe ich denn da? Old Root. Was ist denn ein Root? Eine Wurzel. Ja, stimmt. Die kann man essen. Cool. Hat nicht so geil geschmeckt. Hat jemand Türkisarme? Nein. Hat ihr irgendetwas, wo es zum Essen? Ich hätte Hunger. Melone. Es wird Nacht, Leute. Lass mal pennen gehen. So irgendwie ein Problem mit... Da. Kommst du mit Julia? Man merkt direkt, wenn es Nacht ist. Ja. Julia. So, hast du irgendein Problem mit Nacht? Bist du noch schon? Ich hab die beste Lösung, wenn Leute keinen Bock haben, ins Bett zu gehen. Wir brauchen einfach nur Julia bei Nacht. Dann gehen alle freiwillig schlafen. Der Aktie. Das nenne ich mein Bettopferl. Leg's dir nieder. Ich hab echt das Gefühl, ihr habt irgendein Problem. Oh, ich scheiße. Ich weiß nicht, warum. Ach, nee, schon wieder neben den. Na. Hallo, Carsten. Wie er schon klappt. Na. Au! Jetzt hab ich doch die Wand schon weg. Das war eine schöne Nacht mit dir, Creeper. Warum sind hier eigentlich 15 Milliarden Brunnen in der Wüste? Und warum liegt hier Stroh rum? Und warum verbrennt dort vorne ein Skelett? Dann brauchst du Wasser. Es ist aber alle zwei Meter sind Brunnen. Bleib stehen, Skelett! Irgendwas Schönes fallen lassen? Nein. Okay. Hallo Schaf! Hallo, hallo Ente. Hallo Pferd. Pferd. Hallo Pilz. Hallo Kuh. Tschüss Kuh. Hallo andere Kuh. Julia begrüßt die Umwelt. Ja. Ich spiele Alban. Alban ist gut. Alban ist nice. Alban ist richtig nice. Wenn wir einen Weg also, zu Hause machen sollen. Muss echt, ja, ich bin mal gestorben, da habe ich gehört. Da hat's Bumm gemacht, hat man mir gesagt. Da hat es Bumm gemacht. Und da ist jetzt ein Wegpunkt. Also ist tatsächlich Alban momentan einer meiner absoluten Lieblingsjungler. Wobei ich immer ein bisschen Sorge habe, weil die meisten können Alban gar nicht anständig spielen. Achso, ich verstehe mal Alban in Form von. Das ist anders gemeint. Mhm. Ich habe das Eigenschaftswort. Meint. Kenn ich jetzt tatsächlich nicht. Albern. Ach, Alban. Ja. Jetzt spreche ich doch gar nicht so undeutlich. Ich habe einfach nur nicht verstanden, dass du schon wieder von diesem einen Spiel, das ich auch nicht spiele und daher auch nicht besonders gut kenne. Ja, okay. Was für Leute geben, die kein LOL spielen? Ich hab's einmal gespielt und danach nie wieder. Ich hab's nicht mal einmal gespielt. Auch so. Das interessiert mich einfach nicht. Schon immer dann gespielt. Dann hat mich jemand an die Hand genommen und dann hatte ich plötzlich doch Bock auf dieses Game. Ja, nee, an die Hand. Oh, das sind Schweine. Das war so klar. Was? Und ihr dachtet, ich wäre verrückt. Bist du auch verrückt? Nein. Normalste in der Runde bin sowieso ich. Tags. Das war die Kunstpause dazwischen. Keiner wollte irgendwas sagen. Ja. Hier ist wieder Alabaster. Ah, Alabaster sieht ziemlich nice aus. Ja, ich glaube, das wäre was für meinen Fußboden vielleicht. Da wächst was im Baum. Was im Baum? Ja, gibt's hier Bäume mit Früchten dran oder sowas. Nutmeg, aha. Das nenne ich mal eine schöne Hauptsache, Kommade. Ich habe das Spiel auf Deutsch, aber die kompletten Modpacks sind alle auf Englisch. Oder? Ja, Verbindung trennen. Ja, ich habe was Gutes gesehen. Ich habe was Gutes gesehen. Haben Sie denn gesehen, Herr Rathamun? Einen Tempel. Ein Tempel? Was geht denn dann an? Der Elektrikieren hat grünen Fußboden. Der was? Was? Nee, Sie sprechen undeutlich. Ist da irgendwas, ist da irgendwas passiert in dem Tempel? Da geht's gleich rein in den Tempel. Muss gleich erst Bücher klauen. Ich hab gehört, irgendwann blaue Bienen. Ja. Seit wann zur Hölle gibt es blaue Bienen? Die hat halt wer blau angemalt.
Ich weiß nicht. Die kriegen keine Luft. Schnell, hilf ihnen. Ich beatme sie. Die arme Biene. Die ist ja aufgeblasen. Es ist ein Kugelfisch draus gemacht. Die ist geplatzt. Bam. Weiß auch nicht warum. Die wusste meine Hilfe nicht zu schätzen. Was bläst du auf? Es ist so ungewohnt, nicht mehr durch Blätter laufen zu können. Aber es ist schön, nicht mehr durch Blätter durchzufallen. Das stimmt. Das war einer meiner ersten Tode, glaube ich. Irgendeiner erkundet gerade die Map, kann das sein? Ja, der Wüstenläufer. Entschuldigung. Hör gleich auf. Ich will auch diesen Tempel eben machen. Vielleicht ich auch. Mach nur den Tempel eben. Aber ich komme auch gleich wieder zurück. Ich sehe gerade, dass du den Tempel machst. Weil es flüssig ist. Sobald du aber halt neues, solange du halt immer neues Gebiet erkundest, kriegst halt nur so lange, aber sonst ist super. Ich habe einen The Ender gefunden. Pferd. The Eye of Ender? Nein, nur The Ender. Hä? Pferd. Und ich habe einen Illumination Wand gefunden. Right click on block to spawn light und right click on light. Racer Synapse. Hast du einen Lichtschalter gefunden? Klasse. Ja. Ein Update ist da. Schön. Für das Update. Das ein Update für das Update, um zu updaten. Für Racer Synapse. Ja, du musst den Updater updaten. Damn. Aber. Und ich habe einen Mystery. Welcher Updater updatet den Updater? In der I.O., was auch immer das macht. Ein Installer vielleicht. Das könnte sogar Sinn ergeben. Da ist ein Uhu. Kann ich den zähmen? So, das war die erste Kiste. Guck mal die zweite Kiste rein. Ah, noch mehr von diesen Zeug. Das kann ich oben nehmen. Da sind Bienen drin. Kann man den irgendwie einfangen? Kann man die Eule irgendwie einfangen? Vielleicht kann man die dann kochen und essen. Nein. Nicht. Wir beide, nein. Damit hätten wir das Frauenklischee auch mal wieder erfüllt. Wow. Ich kann mich teleportieren, jetzt passe ich nicht mehr durch die Tür durch. Was soll das? War das mit? Hier, was haben wir? Oh Gott! Nehmen wir mit. Immer noch ein Stuff of Traveling. Es braucht nur RF. Auch Strom, sofort. Hier hast du jetzt auf einmal hier diese Lücken. Willst du die nicht zubauen? In den anderen Räumen hast du eigentlich keine egal, Lücken. Ob du die drin hast oder nicht, erstmal. Da kannst du zum Beispiel sowas wie Amos-Sensoren reinstellen, das passt schon. Ah, okay, ja. Hier brennt halt schon wieder ein Wald. Ich hab das Gefühl, hier geht ein Feuerteufel um. Feuerteufel, der geht um. Ich würde aufpassen, okay. Ja, deine Bibliothek und so. Stell dir das mal vor. Ja, ich hab schon Feuer festbauen. Was hast du gehört? Dass es tatsächlich schon zu sehr verheerenden, brennenden Bibliotheken gekommen ist. Ja, ich baue sie feuerfest. Aber die Bücher sind noch nicht feuerfest. Ja, es darf halt nicht reinkommen, das Feuer. Oder ist es so eine Bibliothek, Papier, die das nur über Daten regelt? Wer weiß. Weil Daten auch bestimmt auch gegen Feuer geschützt sind. Ja. Ich werde sie einfach magisch schützen, so. Sind sie? Oh Leute, das ich haben wir nämlich eine Firewall, ja? Echt jetzt? Hat sie nicht gesagt, oder? Julia, jetzt du auch. Hat sie gesagt. Das war ja mal... Der war sogar richtig kreativ. Naja. War zwar flach bis zum Abwinken, also da muss man schon die Füße hoch. Ja, sie hat... Wir haben das jetzt eine ganze Staffel gehabt mit flachen... Flach-Witzen, also... Irgendwas muss ja hängen geblieben sein, oder? Der war schon so flach, da muss er gar nicht mehr die Füße hoch machen. Das sind auch so... Oh... Was. Jetzt noch flächer, jetzt flacher, um die Flachwitze zu flachen, machen, flanieren. Ach, er will einfach nur einen Keller. Ja, für einen Turm. Ja, nee, der Keller ist nur für die Flachwitze zum Lagern. So. Ach, das ist für die Leute, die in den Keller zum Lachen gehen. Ah. Brauchen wir einen Keller? Deswegen sagt man, die Leute gehen in den Keller zum Lachen, weil sie... Ach, dann in den Keller, dann... Mach mal hier das Lava-Loch mal wieder zu. Also wenn wir irgendwann mal Lava brauchen, ich weiß nicht. Gibt es eigentlich echt eine legitime Begründung dafür, warum das heißt, zum Lachen in den Keller gehen? Müsste man jetzt auf Wiki nachforschen, aber vermutlich. Irgendwo kommt es schon her. Bam.
Bam, 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 bam. Was ist denn das für eine Gruft? Ist das die Besenkammer? Ja. Das ist dann Radders Zimmer. Umgangssprachlich, die Redensart ist seit... Ich hab eine fliegende Schleiminsel gefunden. Und ich hab das Ende in Sicht. Für heute. Sekunde, jetzt müssen wir noch kurz eine Lehrstunde machen. Okay. Da ist ein Loch. Seit circa 1920 in Gebrauch und leitet sich wohl von der Vorstellung ab, dass humorlose Menschen nur dann lachen, wenn sie alleine sind und es niemand mitbekommt, so als wenn es etwas Peinliches wäre. So, haben wir das gelernt. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.